Es ist wieder die Zellentür aufgegangen und draußen ist der Dr. Groß gestanden und gesagt, komm her, dreh dich um. Ich bin hingegangen, habe mich umgedreht und der Dr. Groß, der war immer überhaupt in seinen Behandlungen immer sehr brutal. Er hat eigentlich gar nicht geschaut, wie und was und wo man vielleicht ein bisschen human die Spritzen geben kann, sondern er hat es mit aller Wucht und Gewalt, also hat er es reingehauen und hat das abgedrückt und damit ist er dann wieder gegangen. Ich habe mich dann eh in diesem Raum immer wieder übergeben, solange bis fast überhaupt im Magen nichts mehr drinnen war. Aber der Brechreiz, der hat längere Zeit angehalten. Ich denke, so meiner Erinnerung nach, ungefähr mehr wie eine Stunde, man kann fast sagen zwei Stunden. Und das hat wahnsinnig weh da. Immer wieder hat man wollen brechen und ist nichts gegangen. Nicht? Und dann habe ich müssen das Ganze dann aufwaschen und dann war eben diese Behandlung vorbei. Nicht? Das haben ja so viele, alle die, das ist ja nach dem Krieg noch üblich gewesen, dass die Leute, das hat Speiberte-Kasten, aber das war, weiß nicht, was das war in der Wirt des Kastens. Umstimmungstherapie. Ne? So wie man ein Morphium gibt oder was ich, oder Luminal oder sowas, das haben sie auch gekriegt zur Beruhigung. Es hat ja diese Speibinjektionen gegeben. Die waren ein Übergriff, das habe ich selber einmal gesehen, dass der Dr. Ekelius. Aber die haben zum Beispiel diese Schulkinder, alle einen ganzen Saal voll, haben sie in der Nacht eingenässt. Und dann sind sie alle miteinander durchgebrannt. Also das war eine sozusagen eine Erziehungsmaßnahme. Nicht? Zur Erziehung gehört es auch, dass Zavrel nur einmal pro Tag die Zelle verlassen darf, um seinen Nachttopf zu leeren. Diese Räume da, die waren Krankensäle. Sie waren weiß und schwarz gekachelt. Also die Wände genauso, vollkommen schmucklos. Und hier habe ich immer das Bett ungefähr in dieser Richtung. Da ist ein Bursch gewesen, der hat am Arm eingetätowiert gehabt. Alfred Wurm. Und da war gewisse Daten drinnen und der Bursch hat einen übergroßen Kopf gehabt, und aber einen an und für sich kleinen Körper. Und die Schwestern haben sich immer die Garde gemacht, also den Burschen aufzustellen, und dort, wo ihm halt sein Kopf hingezogen hat, dort ist er liegen geblieben. Und ich bin dann immer weitergegangen mit meinem Nachttopf bis hierher zu der Kassette, da habe ich es ausgeleert, habe ihn gereinigt und dann bin ich wieder auf meine Zelle zurückgegangen. Und das war eigentlich der einzige, also die einzige Abwechslung, der einzige Moment, wo ich aus der Zelle rausgekommen bin. Hat man sich eigentlich um diese diese schwerbehinderten Kinder gekümmert? Also ja, immer wenn ich durchgegangen bin, habe ich es nur so irgendwie in die Bettenlinge gesehen, ohne dass wer bei ihnen gewesen ist. Und da sind immer nur so drinnen gelegen, manche sind gesessen und haben nur in die Luft geschaut und manche sind gelegen. Bei manchen hat man nicht einmal das Gesicht gesehen, so direkt waren. Sind auch welche verschwunden, die sie plötzlich nicht mehr gesehen? Ja, das war der Wurm. Einmal habe ich zu einer Schwester, die in den Krankenhäusern der Dienst gehabt, gesagt, wo ist denn jetzt denn der Wurm? Und ich habe gesagt, sehr froh, dass du nicht tot bist. Das war die einzige Antwort. Und es war ja damals so, man hat sich ja fast nicht Frauen getraut. In den schriftlichen Todesnachrichten an die Eltern wird meist Lungenentzündung als Ursache des plötzlichen Sterbens genannt. Auch Gross hat solche Meldungen verfasst. Ja, nicht alle, nur zum Teil. Ne? Was ist da drinnen gestanden dann? Ja, dass ihr Kind ist so und so viel verstorben und irgendwo, das weiß ich auch nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr. Waren das auch Begründungen, von denen Sie gewusst haben, dass sie nicht stimmen? Nein. Hat das immer der Wahrheit entsprochen? Schauen Sie, alle Kinder haben der Luminal gekriegt. Da. Ob das mehr oder weniger war, das weiß ich nicht mehr. Ne? Im Pavillon 15 sterben bis März 1943 336 Kinder. Im selben Monat muss Gross an die Ostfront. Ja, Infanteriegeschoss hab ich da drauf. Also. Dann quer da war es, habe mit einem Oberschenkel Durchschuss gemacht. Darauf bin ich in die Heimat gekommen,
in das Spital. Hab dann einen Genesungsurlaub gekriegt. Während dieses Genesungsurlaubes im Juli 1944 vertritt er Klinikchef Ernst Illing für 4 Wochen. Auch Marianne Türk ist krankheitsbedingt abwesend. Mindestens 9 Kinder sollen in diesem Zeitraum mit Luminal vergiftet worden sein. Diese Todesfälle waren im Jahr 2000 Gegenstand der Anklage. Ich habe nur die Krankenschichten geschrieben, ich habe nur untersucht eventuell Kinder, aber sonst nichts gemacht. Sie haben keine Tötungsbefehle weitergegeben? Nein, keine. Wer hat dann diese Kinder eigentlich mit Luminal zu Tode gebracht? Wer war das? Die haben die Schwestern schon den Auftrag bekommen, bevor ich noch da war wahrscheinlich. Ne? Wer hat das weitergegeben? Das hat nur der Illing gemacht. Ne? Der war aber da nicht da. Ja, das ist ja schon, vorher bestimmt worden. Und haben sie das später gemacht. Dann. Eins, was mir immer so schmerzt, wenn er irgendwie, so wie er jetzt gefragt worden ist, ich kann mich nicht erinnern. Aber er kann sich ganz genau erinnern, dass das Gift in die Essen der Kinder die Schwestern gemischt haben. Und er kann sich ganz genau erinnern, dass er keine Injektionen gegeben hat, sondern nur die Pfleger haben das gemacht. Und das ist eine erbärmliche Feigheit. Das ist eine derartige Feigheit, weil jeder kleine Dieb sagt, Herr Rod, ich hab's gemacht. Der Große groß, der hat die Größe nicht. Während Koss am 16. August 1944 an die russische Front zurückkehrt, lässt Ärztechef Ernst Illing am Spiegelgrund noch bis März 1945 morden. Die Gesamtbilanz nach Kriegsende: fast 800 getötete Kinder. Ernst Illing wird dafür 1946 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Marianne Türk erhält wegen Beteiligung an den Tötungen 10 Jahre schweren Kerker. Haben Sie eigentlich Ihre Verurteilung für ungerecht empfunden, damals zu 10 Jahren? Na, freilich. Wieso? Weil ich ahnungslos hineingeschlittert bin. Hat es da keine Möglichkeit gegeben? Es hat ja eine Gehässigkeit gegeben, die unüberbietbar war. Hat es keine Möglichkeit gegeben, dem zu entkommen, dass Sie sich versetzen lassen oder so? Hätte es diese Möglichkeit nicht gegeben? Nein. Naja, das habe ich eine ganz andere Einstellung dazu. Wie ist die jetzt? Naja, absolut nicht dafür, das ist doch klar. Ja. Wieso waren Sie damals dafür? Nein, aber ich konnte nicht weg. Kriegsdienst verpflichtet. ...1947 kehrt Gross aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Wien zurück. Die Vergangenheit holt ihn schnell wieder ein. 1948 wird er verhaftet und vor Gericht gestellt. Eine Krankenschwester behauptet, sie habe auch von Gross Mordaufträge erhalten. Bei einer Gegenüberstellung widerruft sie ihre Aussage jedoch. Gross wird 1950 wegen Tötungsbeihilfe in einem Fall zu 2 Jahren Haft verurteilt. Der oberste Gerichtshof hebt den Schuldspruch aber wegen mangelnder Beweiskraft auf. Für die Staatsanwaltschaft ist die Strafe durch die U-Haft bereits verbüßt. Daher stellt sie das Verfahren ein. 1950 hat es ja Ihr Volksgerichtsverfahren gegeben. Können Sie uns da noch was erzählen? Können Sie sich da noch erinnern? Sie sind ja 48 verhaftet worden dann, ja, gell? Ja, 2 Jahre Untersuchungshaft, das ja. Weiß ich noch. Wo sind Sie da gesessen? Im Landesgericht. Ja, und wie war die U-Haft? Naja, mein Gott, das war... Dann war das Verfahren, nicht? Wie war, ja, erinnern Sie sich noch an den Volksgerichtsprozess? Gearbeitet war Organist in der Kirche da. In der Häfenkirche? Ja. War Organist. Da haben Sie Orgel gespielt, oder? Orgel gespielt, ja. Haben Sie das schon gekonnt oder haben Sie das dort erst gelernt? Ja, Klavier habe ich gespielt gehabt, das andere habe ich gelernt. Erinnern Sie sich noch an den Prozess, an Ihren Volksgerichtsprozess? Nein, kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, dass es der Richter war. Ich war der Dr. Schachermeier. Eine von Gross beantragte Haftentschädigung wird abgelehnt. Doch die Gemeinde Wien hebt nach der Verfahrenseinstellung die 1945 ausgesprochene Kündigung auf. Damit ist Gross als Mediziner rehabilitiert
1953 tritt er in die SPÖ ein. Was war das Motiv für den Eintritt in die SPÖ? Naja, da haben mich Leute geworben. Ne? In den Bund Sozialistischer Akademiker? Ja. Hat Ihnen das karrieremäßig genützt? Möglicherweise nicht. Möglicherweise schon. Ne? 1955 kehrt Goss an seine frühere Wirkungsstätte am Spiegelkorn zurück, wird später Primar auf der Neurologie und bezieht eine Dienstwohnung. Die tödliche Konkursmasse aus der NS-Zeit befand sich 10 Jahre nach Kriegsende noch immer im Keller der Prosektur. Sie weckte den wissenschaftlichen Ehrgeiz von Heinrich Goss. Er begann mit der Beforschung der konservierten Gehirne ermordeter Kinder. 35 seiner Publikationen beruhen ausschließlich auf diesen Untersuchungen. An rund 300 Gehirnen versuchte Goss die Ursachen des Schwachsinns zu analysieren. Immer wieder schwärmte er von dieser international einmaligen Sammlung. ...1968 wird Goss von der SPÖ-nahen Boltzmann-Gesellschaft für seinen Eifer belohnt. Er bekommt am Spiegelgrund ein eigenes Institut zur Erforschung von Missbildungen im Nervensystem. In diesem Abstellraum des Institutes befanden sich die Grundlagen seiner Studien, etwa 30.000 Gehirngewebeschnitte. Ein Großteil stammt von ermordeten Patienten. Budgetmittel für diese Untersuchungen kommen aus wissenschaftlichen Fonds der Stadt Wien und dem Forschungsbudget des Bundes. Das Goss-Institut wird später mit dem Boltzmann-Institut für klinische Neurobiologie zusammengelegt. Von den 35 Arbeiten, die ausschließlich auf der Beforschung von Gehirnen ermordeter Kinder beruhen, entstanden 7 gemeinsam mit dem damaligen Leiter der Neurobiologie, Kurt Jellinger. Ein Interview verweigerte Jellinger mit dem Hinweis, er habe dazu nichts zu sagen. 1975 beantragte die Boltzmann-Gesellschaft die Verleihung des Ehrenzeichens für Wissenschaft an Heinrich Goss. Das Wissenschaftsministerium, damals unter sozialdemokratischer Führung, stimmte dem Antrag zu. Die steile Karriere als forschender Anstaltsarzt der Gemeinde Wien fiel hauptsächlich in die Amtszeit des damaligen ÖVP-Gesundheitsstadtrates Otto Glück. Er war weder im Jahr 2000 noch später für eine Stellungnahme erreichbar. Das ist die große Zahl der Schwachsinnigen, die auch viel länger am Leben bleiben, wie das früher der Fall gewesen ist. Also die Geisteskrankheit. Goss nimmt auch an Fernsehdiskussionen zum Thema Psychiatrie teil. Berührungsängste mit heiklen Themen hat er nicht. Es haben ja Untersuchungen, die in den Konzentrationslagern und auch in Gefangenschaft durchgeführt worden sind, einwandfrei ergeben, dass die Zahl der echten Geisteskrankheiten, also der Geisteskrankheit im engeren Sinne, in keiner Weise eine Vermehrung erfahren haben. US-Geschworenengericht. Aufgrund dieser Eigenschaften ist er vom psychiatrischen Standpunkt als Psychopath zu qualifizieren. Parallel zur wissenschaftlichen Karriere verläuft der Aufstieg zum meistbeschäftigten Gerichtsgutachter Österreichs. Der Primar arbeitet prompt, zuverlässig und rasch. Das wissen vor allem die Wiener Richter zu schätzen. Mit etwa 12.000 verfassten Gutachten hat Goss viel Geld verdient. Auch ein Richter, der zum Mörder wurde, zählte zu seiner Klientel.